Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Zu hören auf Radio 1. Zu sehen auf radio1.de. Der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann. Ja, wir haben heute unsere skandinavische Reihe. Wir stellen Ihnen viele Filme aus Skandinavien vor. Wir waren also gerade in Grönland und wechseln jetzt nach Norwegen. Auch ein wunderschönes Land, ein Land, das Sie wahrscheinlich vielleicht sogar besser kennen oder überhaupt kennen als Grönland. Ein Land, das wir aber durch diesen Film nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen, nämlich mit einer großen Einsamkeit. Wir wandern, laufen mit einem Mann wirklich durch das wunderschöne Nichts, durch diese fantastische Landschaft und erfahren mit ihm gemeinsam diese Landschaft. Aber wir erfahren eigentlich viel mehr auch über ihn selbst. Über den Hauptdarsteller, der gleichzeitig der Regisseur dieses Films ist. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Läuft auch im Panorama, damit also auch ein Kandidat für den Publikumspreis Out of Nature. Bitte begrüßen Sie Ole Javier. Yes, thanks. Javier. Es wird völlig anders geschrieben, also versuchen Sie es gar nicht erst. Oder I just tried to explain. On one hand, it's a movie about nature and it's a beautiful nature that we see. On the other hand, it's a movie about you, about a man being very lonely, thinking about his life, even though he has great family, fantastic wife. I liked her a lot. And she's your real wife and normal life too. You are the director and the main actor. And I thought the film is so open, so free, so honest, candid, that it is just possible just to make it with your own wife. You could have taken not a normal actress. She would hate you after that movie, I think. But your wife is probably very generous. I think so. Also er hat ja, dieser Film ist so offen, so ehrlich, auch ziemlich schonungslos und hat seine eigene Frau besetzt, also in der Rolle seiner Frau. Er spielt selbst die Hauptrolle und ich sage, es kann eigentlich auch nur die eigene Frau spielen, die offenbar sehr großzügig ist, weil welche eine Schauspielerin ihn irgendwann gehasst hätte. So, is she so generous? Yes, she is in a very much... I gave her the script after I written the first draft, and you know, it's like there's really so much like everyday taboos in the script. Yeah. It's like things that we always think about. All of us can connect to it. It's like you fantasize about other women, but and everybody else does that, fantasize about other people, but we don't like to talk about it. But because I written the script and I wanted her to play my wife, we had to talk about it. Yeah. Yeah, but she said that she could identify with the character. With my character, yeah. Maybe for like a therapy for your marriage, it's always good to speak about everything. Also er hat das Drehbuch ihr gegeben und da stehen wirklich viele Dinge drin, die eigentlich so Tabus sind, auch so im täglichen Umgang, über die man nicht spricht. Also dass diese Sehen so vielleicht nach anderen Frauen, was man da nicht auslebt und solche Dinge kommen in diesem Buch hervor, also auch in dem Film natürlich. Und er hatte ihr das alles gegeben und plötzlich waren die Sachen so da und dann hat man darüber mal gesprochen, dann war das da und sie fand das klasse, sie konnte sich sogar mit dem männlichen Charakter, also mit dieser Figur identifizieren, überraschenderweise, und fand das völlig in Ordnung, was da erzählt wird. Aber wir sollten jetzt erstmal sagen, also es ist eine Familie, habe ich ja gesagt, da gibt es auch ein Kind, die Frau, und dann zieht aber eben Ole los. But there, you have the family, the house, everything is okay, but you are going out for the weekend. So what is your goal? What are you doing? Well, the thing about the character is that he feels detached with his life. So he has to go running in the forest or in the mountains to kind of attach with his life, with himself. So the nature kind of resembles a place for contemplation. Yeah. So he goes out there to try to find out why can't I connect with my family and with my social life, with my colleagues at work. So it's like an inner journey. He goes out there to kind of create the free space, the mentally free space, to kind of try to grab why is it not working. Also er ist, hat so das Gefühl, er ist im falschen Leben. Er kommt damit nicht klar. Irgendwie fühlt er sich fremd im eigenen Leben und nimmt sich ihm vor, einfach mal loszuziehen in die Natur raus. Da rennt er ja übrigens richtig durch die Berge in diesen schönen Wald hinein, um ihm vielleicht auch mal so kontemplativ das zu finden, was sein Leben ausmacht. Vielleicht zu sich selber doch zu finden, irgendwie wieder in seinem Leben sich zurechtzufinden. Und das wird aber jetzt nicht erzählt, was man vielleicht denken könnte, in so melancholisch-buddhistischer Weise, irgendwie Meditation, sondern es ist extrem komisch, weil er nimmt natürlich seine Persönlichkeit mit und all den Irrsinn eben aus dem normalen Leben.
Leben. And maybe people think now it's a very melancholic, Buddhistic movie, you know, with a lot of meditation, contemplation. It's not true. It's very funny, I think, because you take yourself, the whole character, with you in a forest, and you do all the stupid things that you do in normal life. And for instance, he's always trying to wank. I mean, okay, but this doesn't work, even not in a forest, strange enough. Also, er nimmt all diese Sachen mit, also er versucht sich ständig, sag ich mal, ihn runterzuholen, und das funktioniert im Wald komischerweise nicht, weil dann ausgerechnet da kommt dann eben jemand zum Beispiel, wo er eigentlich so ganz alleine sein müsste. So he is with him lonely in a forest, but he is there. So that's a problem, I think. It's a problem. Yeah, maybe. I don't know. I didn't know if I understand the question, but so that because all the problems he has, he cannot forget it. It's always there, and always for his desires. Of course, everything is there. He is not free from everything he left behind. Of course, I think you can run as far as you may, but you will never be able to run from yourself. So all the troubles he has in his life with the people that is close to him, he brings with him into the woods and into the mountains. So, but I think even though he feels detached to his wife and his kids, when he is alone, he feels more connected to them. And I think it's something we all can relate to, that we sometimes feel closer to the ones we love when we're far away from them. Also klar, er nimmt wirklich alles mit, alle seine Konflikte und so nimmt die alle mit, aber auf der anderen Seite, das ist vielleicht doch viel wichtiger, merkt er eben auch wenn er im Augenblick so eine Entfremdung hat zur Familie, zu Frau und Kind, wenn man eben weg ist, fühlt man sich ihnen näher, man hat plötzlich eine Bindung, etwas, was jeder kennt, was jeder auch erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeiten dann auch wirklich sehr kompliziert waren, weil du rennst ja wirklich, I think it was really hard to do that movie, I mean, you're really running through that forest, er pinkelt sich auch mal ein nachts, also dann läuft er nackt rum, das ist das Poster, das sie alle wahrscheinlich auch gesehen haben, hängt doch überall. You are naked because you pissed into your pants and so you have to be naked. It's a poster, it's a great poster, by the way. Things like that, you try to commit adultery, it doesn't work. So was it hard for you to do that? I mean, you are the main character, you're always there. Yeah, it was hard, but it's always nice to do something that is hard, that you feel that you put your whole... you're really committed to the film and to the art you're trying to make. But I think the naked things and the nudity and the stuff, that was not the hard part. The hard part was to try to be as honest as possible of what goes through his mind. Exactly. Yeah. Also klar, also es musste schon so sein, es war natürlich auch hart, aber er sagt, das Härteste war jetzt nicht so die Nacktheit, die im Film schon eine große Rolle spielt, weil er eben da nackt durch den Wald rennt, aber viel härter war, offen zu sein, also das wirklich zu zeigen, was in seinem Kopf passiert. I absolutely agree with you and I have to say, I liked the movie very much, I liked it, but on the other hand, I thought, is it really okay to leak every male secret? You really show how primitive our desires are, how weak we are. He is trying to do evil things, but he is not even capable to do that. He is also a coward. So this is really the male reality. You are leaking us. Women shouldn't know that. I don't know. I've met some couples that have come up to me after the film, and one of them says, oh, I really can identify with the character. And the other one of the couple says, do you? So I guess it's a film that you can see and you can go home and have a really nice conversation. Exactly. Also ich habe nochmal gesagt, der Film ist so wahr, er erzählt so viel über die Primitivität und die Direktheit des männlichen Begehrens, auch über die verqueren Träume, über die Feigheit auch, das wiederum auszuleben. Man sollte sowas eigentlich nicht erzählen, also damit wird der Mann sozusagen völlig gläsern und die Frauen wissen einfach Dinge, die sie nicht wissen sollten. Und Ole sagt ja also, ja, das mag schon so sein, aber er hatte eben auch eine Vorführung und ein Paar zum Beispiel hat den Film gesehen und dann sagte er dann irgendwie, also ich kann mich gut mit ihm identifizieren, mit der Figur, und die Frau sagte, war's ja so, und dann fängt man sofort an zu diskutieren und das ist, glaube ich, auch eben die wirklich schöne Grundlage dieses Films, dass man danach sofort anfängt, darüber zu diskutieren. Wobei bei diesen Diskussionen der Mann auf jeden Fall der Schwächere ist, weil er eben ja alles ausgeliefert hat. But of course the male part in that discussion is then the weaker part, of course, because he delivered all the information that women can use against us. So, diesen Film können Sie noch mehrfach sehen, nein, leider nicht mehr mehrfach, sondern nur einmal, also nichts wie hin. Und zwar morgen läuft er eigentlich in zwei Sälen, um 23 Uhr im Kubik 7 und im Kubik 8. Die Reise hinaus in die Natur, natürlich immer eine Reise zu sich selbst, in diesem Falle eine ganz besonders radikale Umkehr dann auch, die dieser Film liefert. Ein Film von Ole Javier, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke aus Norming. Thank you so very much and thank you for the movie. Thank you.